Ja. Ihr wolltet mal so eine Art Zusammenfassung von mir hören, ne? Wie weit ich denn bis jetzt schon gekommen bin. So mal in einem Video als Überblick. Erstmal so als kleine Vorrede, ne? Den Sinn der Videos, die ich da so veröffentliche, habt ihr schon so ein bisschen rausgefunden. Ne? Mir geht es weniger darum, fix und fertige, verkaufsfertige Maschinen vor allen Dingen, ne? Rauszuhauen. Also im Endeffekt schon, das will ich ja selber, ne? Deshalb mache ich das ganze Zeugs. Noch ist es aber nicht so weit. Und ich bin der Meinung, dass wenn da mehrere Personen an einem Strick ziehen, kommt da viel mehr dabei raus. Ne? Vor allen Dingen schon wegen der Sache hier, wenn jemand irgendwas rausgefunden hat, gibt es da ja dann einen bestimmten Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, wo es herausgefunden hat, und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung, wo es dann gewisse Kreise zu geben scheint, die dann das dann verhindern. Ne? Und wenn dann viele Leute gleichzeitig eins machen, so habe ich mir das jedenfalls überlegt, dann haben die ganz schön viel Arbeit. Wenn das überhaupt schaffen. Wenn es die überhaupt gibt. Ne? Ja. Manchmal passiert das ja auch so. Gut, wo fangen wir denn am blödesten mal an? Angefangen hatte ich im September, also richtig angefangen, sodass ich dann was Praktisches gemacht habe. Ne? Natürlich mit den Bedini-Motoren hier, im September 2011 war das gewesen. Ja, damals bin ich über Tests und Testdiagramme und Auswertungen der Firma Stern Urbo gestolpert. Und die hatten damals erklärt, dass man, wenn man auf Weicheisenkerne hinten drauf Magneten drauf poppt, damit der Weicheisenkern praktisch eine Asymmetrie bekommt. Ne? Er ist dann sozusagen polarisiert und dann hier sind die Magneten jetzt abgefallen. Normalerweise gehören da solche Magneten rundherum, wie sie hier oben in klein sind, waren hier an der Seite in groß drauf. Und dann konnte man hiermit dann einen schönen Punkt einstellen und ich habe gehofft, ne, wenn ich das so klein baue, mit richtig schön empfindlichen Messgeräten kriege ich hier irgendwas raus. Ne? Ich habe mir damals überlegt, ja, kannst ja die Eingangsstromaufnahme messen, ne? Und dann bei jedem Verbraucher, der hier dranhängt, ne? Jede Spule einzeln und das, was der Bedini-Motor an sich noch rausbringt, ne? Das da alles mal zu messen. Ja, aber wie die Bedini-Bastler das mitgekriegt haben, ist das gar nicht so einfach, gepulsten Gleichstrom von der Energie Dichte her zu messen, ne? Also wie viel Energie da drin steckt. Ja, eindeutig hinbekommen habe ich so noch nicht. Also Selbstläufer ist damit nicht entstanden, habt ihr ja auch mitbekommen. Habe es dann natürlich auch ein bisschen größer probiert. Hier seht ihr das auch, ne? Tja, bis ich dann über diesen Perpetual Motion Holder Motor gestolpert wurde. Ja, dieses Prinzip hier, ne? Ihr könnt ja mal nach Edward Leeds-Gernon googeln. Ich weiß nicht ganz genau, ob das auf dem seinem Mist gewachsen ist. Einige aus der Erfindergemeinde, also eigentlich die einzigen, die ich persönlich zu dem Thema sprechen konnten, die haben gemeint, der hätte wohl doch gar nicht so viel damit zu tun. Das wäre von anderer Seite her schon irgendwie bekannt gewesen. Ja, jedenfalls ist es in YouTube durch Edward Leeds-Gellnin berühmt geworden. Ne? Dieser Typ, der da Kochel Castle gebastelt hat. Ja, wieder lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, dass wir hier zwei Eisenjoche haben. Ne? Also optimal wäre höchstwahrscheinlich Ferrit oder Metglas, je nachdem welche Drehzahl man damit ansteuern möchte. Ne? Also ist als Generator konzipiert sozusagen. Ne? Hier diese zwei LEDs sind jeweils verkehrt rum angeklemmt. Ne? Also die eine leuchtet auf, wenn eine positive Halbwelle kommt und die andere leuchtet auf, wenn eine negative Halbwelle kommt. Ja, und so schaut es dann aus. Normalerweise sollte es so sein, dass beim Abziehen die eine Halbwelle kommt und beim Ranfahren die andere. Und das Verblüffende an diesem Generatorprinzip ist eben, dass wir hier diesen Lenz-Effekt komischerweise sehr weit drücken können. Was heißt sehr weit drücken können? Der ist fast gar nicht mehr vorhanden, so 1% oder sowas. Ne? Also dieses Prinzip, was wir... Ach nee, das habe ich nicht schon wieder weggeräumt. Habe ich nicht hin. Ja, also dieses normale Generatorenprinzip, ne, dass man hier praktisch eine Spule hat und hier Magneten dran vorbeirauschen, das funktioniert so lange, bis man eine große Last an den Ausgang ranhängt, weil
dann musst du ja hier nämlich ganz schön dagegen drehen. Ne? Und da, du brauchst viel mehr Kraft, um den dann hier zu bewegen. Und das ist bei dem hier nicht der Fall. Da ist es komischerweise sogar andersrum. Das heißt, wenn man da Volllast dran hat, wenn man vollen Kurzschluss auf den Generatorspulen hat, dann kann man hier unten dieses Joch, ne, was dann dieses Feld schneidet immer und immer wieder. Hier sind mal, ja, die Dinger kennt ihr bestimmt. Das eine, dieses Teil hier ist jetzt immer noch unten in, also unten, in Anführungszeichen, ne, in Köln zur Austestung. Da scheint sich so niemand so richtig von diesen Professoren ranzutrauen. Irgendwo auch verständlich, ne? Ich meine, wäre ja, natürlich krass, wenn man da jetzt auf einmal so viel Neues lernen müsste. Ja, da halte ich jetzt noch ziemlich viel davon. Mal schauen, wenn wir da richtig große Maschinen basteln können. Der letzte halbwegs richtig große, den haben wir mit Vision-Glue zusammengebaut. Halbwegs große, eigentlich auch noch fast ein Handtaschenformat. Aber da sind wir jedenfalls schon mal so weit gekommen, dass die Erregerspulen 230 Volt ausspucken. Aber die Energiedichte ist halt noch nicht so berauschend. Also eine kleine LED-Lampe, die für normalen Wechselstrom gedacht ist, die blinkt da alle 8 Sekunden, entlädt sie sich mal. Und das ist überhaupt noch nicht die Welt. Ne? Aber meiner Meinung nach noch verfolgenswert. Ne? Das war dann die andere Version, wie man Spulen ohne Lenzchen-Effekt erregen kann. Also eine Version, ihr könnt euch da noch ganz, ganz viele andere Gedanken machen. Also eines meiner Favoriten, dieses Perpetual Motion Holder Prinzip bis jetzt. Ein anderer Favorit nach wie vor, nee, ist nicht das, ne? Gleich wieder wegblenden, sonst kriege ich Ärger mit YouTube, ist diese Wasserspaltung. Also da bin ich schon irgendwie dran hängen geblieben. Wenn das vielleicht nicht sogar vielleicht der wirkliche Schlüssel ins Frequenz- und Wassermann-Zeitalter ist, ne? Also wenn das schon mit Wasser beginnt, dann, wer weiß, vielleicht hat das ja dann was mit den richtigen Frequenzen und Wasser zu tun. Also ich halte von der Theorie noch ziemlich viel. Da ist auch schon sehr viel publiziert worden. Neulich hat mir jemand was geschickt, da waren Tests von 2001 sogar schon beschrieben gewesen. Und auch hier geht es eigentlich nur darum, einen bestimmten Strom zu benutzen, um das Wasser zu spalten. Also wenn man es mit ganz normalen Gleichstrom macht, mit Batterien, bekommt man denselben, also so um die 93-94% Wirkungsgrad, wenn man das berechnet an Energie, was man ins System reinschickt und das, was an Wärme hier freigesetzt wird. Das Wasser erwärmt sich ja dann und ich glaube ein bisschen Knallgas, Wasserstoff, Sauerstoff entsteht dann auch. Wenn man das Verhältnis dann gegenübersetzt, kommt man auf ungefähr, weiß nicht, nach normalem Mittel so auf 93-94% Wirkungsgrad, wie gesagt. Ja, aber einige Wissenschaftler haben dann eben herausgefunden, dass es mit gepulstem Gleichstrom oder jedenfalls, ja doch, gepulstem Gleichstrom nehmen die, glaube ich, mit einer ganz bestimmten Pulsdauer, also so mal 1% der Zeit oder 10% der Zeit eingeschalten und 90% der Zeit aus. Also es kommt dann irgendwie auf diese Pulsweiten an. Und wenn man da das Richtige trifft, dann sollen da, ach, was habe ich gelesen, Leistungsfaktoren von über 20.000 rauskommen. Ja, also an dem, was hier dann an Wärme entsteht und an Gas entsteht. Ne? Und wenn man diese Wärme und das Gas dann benutzt, um Stirling-Motoren oder Peltier-Elemente oder irgendwelche anderen Dinge zu betreiben, um das dann wieder in Elektrizität umzuwandeln, dann spätestens dürfen wir unseren Selbstläufer haben. Aber die Forschungen, da brauchen wir etwas professionelleres Equipment als hier, glaube ich. Die nötige Ruhe, das nötige Team. Das sind so meine zwei großen Favoriten bis jetzt. Perpetual Motion Holder Prinzip und irgendeine Art der Wasserspaltung. Aber wir werden sehen, welche das wird. Ha, ein was ganz, ganz Wichtiges hätten wir ja fast noch vergessen. Es geht um Nikola Tesla. Ne? Nikola Teslas Wardenclyffe Tower. Das hat jetzt nur bedingt was damit zu tun. Insider werden wissen, auf was ich hier anspiele. Ne? Das Thema Zündspule und Hochspannungsgenerierung.
Ja, das wird auch noch so ein Thema sein, ne? Dieser Tariel Kapandat, Kapan, also ihr könnt danach googeln, ich verlinke mir da unten nochmal. Keine Ahnung, wie er bis jetzt richtig ausgesprochen wird. Ja, der hat ja angeblich so eine schöne Maschine mit Spark Gaps erfunden, die zwischen, ich glaube, Erde und Himmel angeklemmt wird, ne? Der hat irgendwie, so wie ich das verstanden habe, eine Antenne, die auf Resonanz mit seinem System abgestimmt ist und dann irgendeine ganz, ganz fette Erde noch dazu. Ja. Bei den Versuchen stecke ich auch noch in den Kinderschuhen. Ich bin erstmal dabei, die ordentlichen Versuchsapparaturen dazu aufzubauen und die richtigen Frequenzen finden. Ja, das wird dann gemacht, wenn wir die nötige Ruhe dazu haben. Aber hier, ihr hört, diesmal macht der Bedini keinen Mucks. Wasser wird so ein bisschen nebenbei gespalten, nicht sehr viel, aber hier hinten wunderschönes, komplett stilles Plasma. Ja, ich klemme nochmal ab und klemme nochmal an. Das finde ich schon faszinierend, dass man auch komplett ruhiges Plasma machen kann. Das ist jetzt Plasma in der Luft, ne? Da ist kein Wasser drin. Das hatte ich bis jetzt so noch nicht gehabt. Also, ich steuere jetzt den Bedini mit 24 Volt an und lasse eine 12 Volt Zündspule drüber laufen. Ne? Und das Plasma entsteht dann. Das ist auch noch eines meiner Favoriten, muss ich ehrlich sagen, weil soweit in meinem Kopf funktioniert es. Ne? Wir wissen ja alle, draußen, wenn es gewittert, oben haben wir den einen Pol, unten haben wir den anderen Pol und da dazwischen gibt es einen riesengroßen Energiepotentialunterschied. Kann man das so sagen? Potentialunterschied, ne? Ja, und von daher, Favorit Nummer 3 in meinen Augen. Die richtige Resonanz des Systems muss dann gefunden werden. Okay, ihr seht es selbst, oder? Seht ihr es oder seht ihr es? Na gut. Gut, zugegeben, die Leuchtstofflampe ist ein bisschen dunkler, der Output vom der Output vom Bedini, der leuchtet nicht ganz so hell. Aber trotzdem, schon mal verblüffend, dass die Stromzange hier halbwegs durchdreht. Und da so konstant bei sein. Ich könnte noch ein bisschen weiter drehen. Hat mich noch nicht getraut. Ein kleines bisschen könnte ich noch weiter drehen, dass es hier bei konstant 005 bleiben würde. Ja, und das ist das Teil, was es rausbollert. Die ganze Energie. Die kommt trotzdem da raus. Ist bestimmt ein ganz normales Phänomen, was die ganze Zeit schon bekannt ist, aber hey, ich hab's halt gekannt. Mich hat's verblüfft. Okay. Also plus und minus erstmal Wurst, ne? Gehen wir hier daran. So, sehen wir alle was, wenn ich das so mache? Ah, er hat sich gedreht, oder nicht? Hat er sich gedreht oder hat er sich nicht gedreht? War da Leistung da oder war da keine Leistung da? So, wenn ihr das Spiel bis morgen treibt, da habt ihr wieder 8 Volt. Und was man damit so machen kann, könnt ihr euch ja mal selbst ausdenken, vor allem, warum das so ist.
Naja gut, okay, haben wir mit dem anderen auch mit Luftspulen hinbekommen, ne? Gebe ich zu. Aber was das Verblüffende jetzt hier dran ist, ne? Wo ist das? Der Drehzahlmesser. Wir haben jetzt, sage und schreibe, 1788, gell? Und dabei bleiben wir ja so ungefähr. Könnt ihr 1700... So, hier haben wir es, ne? Gut, 1784. Wir brauchen irgendeine Drehzahl, die halt jetzt gleich bleibt, ne? Gut, okay. 2004, 2005, 2003 Umdrehungen, ne? Jetzt haben wir eine halbwegs gleich. So, und jetzt wollen wir die Spulen mal komplett kurz schließen, ja? Also da, wo die anderen Motoren komplett in die Knie gegangen sind, ne, was man an der Drehzahl natürlich sieht. Mal schauen, wie das hier ist. Da ist der eine, da ist der andere. Kurzschluss. So, volle Kanne Kurzschluss. 2004, 2005, 2003 Umdrehungen, ne? So eine Sache, wa? Geht am Anfang ganz schön los. Vielleicht habe ich auch die Polarität ein bisschen verwechselt. Wer weiß. Aber, hey, damit rechnet doch kein Schwein. Okay, es scheint voranzugehen. Mal gucken, ich habe allerdings schon die nächste Idee für den nächsten Spulenkern im Kopf. Der scheint ja so nicht schlecht zu funktionieren. Gucken wir mal. Den Bedini-Ausgang hochpulsen bringt wirklich was. Das geht schon ein bisschen zu weit hier. Ne? Ein bisschen weiter runter. Okay. So denke ich. So könnte das was werden, wa? So viel dazu, Leute. Uiui. Krass. Drei Phasen Siemens Permanentmagnetmotor. Hier schöne Magneten drauf. Sechspolig, aber das Allertollste ist, der ist original auch schon mit zwei Drähten gewickelt. Das heißt, ich muss ihn nicht einmal mehr umwickeln. Ist das nicht genial? Ist das geil. Ich habe nur... ist drei Phasen gewickelter gewesen, ne? Schaltung neu rausgeführt und ich habe nur eine einzige Phase habe ich nur angeschlossen, ne? Also ich kann jetzt noch zwei Phasen zusätzlich anschließen. Und guck her! Es geht nicht ab. 16 Volt, na gut, ihr wisst, ne? Da kann man noch ordentlich hochfahren. Ha. Echt krass. Aber hier,
keine Chance. Ich krieg ihn nicht angehalten. Ich krieg ihn nicht angehalten. Und bei Volllast sind wir bei 500 mA. Also, den Motor möchte ich mal sehen, der mit 10 Watt Stromaufnahme, den man hier vorne nicht mal anhalten kann. Boah, echt krass. Okay, ausbaufähig, weiter geht's. Wow, also jetzt bin ich ganz schön verblüfft. Das sind zwei 200 Volt Kondensatoren, Elkos aus Netzteilen. So mit normalen Keramikkondensatoren, die Gleichrichterbrücke kennt ihr. Hab's ans Gehäuse von dieser Lampe angeschlossen. Was normalerweise ist das geerdet. Ja, ist geerdet. Hat so einen Stecker. Ja, ist eine Erde mit drin. Und bin hier vom Minus aber auch noch auf eine Erde gegangen. Also habe ich den jetzt eigentlich zwischen Erde und Erde geschalten. Und wenn man guckt, wie viel Volt er jetzt hat. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Vorsicht. So, da sind wir drauf. Seht ihr das hier? 320 Volt. 320 Volt. Hat ungefähr, na gut, gestern Abend habe ich es rangesteckt. Aber die Dinger haben sich echt auf 320 Volt aufgeladen. Das soll mir mal jemand erklären. So, mal gucken, ob ich jetzt einen verwischt bekomme oder nicht. Eigentlich mag ich das überhaupt mit Kondensatoren kurz schließen. Oh, okay, da war ordentlich Saft drauf gewesen. Jawohl, mehr als ordentlich. Wow, krasse Sache. Freie Energie, juhe. Die große Netzspannung kommt. Ja, ich bin gespannt, Leute. Bereit? Wow! Sah gut aus. Kurze Zeit zumindest. So, meine Sicherung kam jetzt erstmal. Weiter. Noch nichts. Oh, jetzt. Juhu, es geht krass. Heftig. Ausschalten. Juhu. Juhu. Brrr. Mir stinkt hier ganz schön. Krass. Krasse Sache. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, also. Also es ist noch eine Runde heller jetzt. Man kann nicht mehr hineinschauen. Ja, also das ist jetzt nach unserem Plänen der Zusammenbau. Also es funktioniert, man kann es bauen. Und wir haben festgestellt, dass Kopplung PMHG mit
Ausgang EMDR zu einer höheren Leistung hier bei der Lichtausbeute führt. Okay, ich habe den Vergleich zu vorhin und guckt euch das jetzt mal an. Das ist ein richtiger Plasmawurm. Volle Kanne. Und das alles mit der kleinen Schaltung hier, den kleinen Bedini-Motor und den paar fitzeldünnen Drähten hier. Ha, dass man mit der richtigen Pulsung von Strom doch alles hinkriegt. Das war eins zu weit geschaltet, glaube ich. Wir wissen noch nicht, in welchen Gang, aber... Das hätte mal der erste Gang so sein, ne? Was ist losgekommen, oder? Ach, wir haben ja auch ein paar kein Ölchen, genau. Nee, Öl fehlt auch noch. Aber warum mal da ist schon. Okay. Schwein, Alter, geil. Oh nein, das ist auch klar. So, jetzt. Gut, okay. Jo. So, wir haben... Drückt wir mit! Anlaschen. Und... Aufhören! Schade, dass wir nicht in Schweden kommen, ey. Aufhören! Läuft du alles schön? Ja. Geschmeidig. So, und jetzt gehen wir richtig voll da. Scheiße, das ist jetzt der Gang, der ist zu kurz. Ja, ne? Das merkst du. Alter. Aber wie ist das? Also jetzt geht dieses bergauf hier, ihr könnt das da gar nicht sehen. So, jetzt gucken wir mal auf die Stromaufnahme. 1,3 Ampere bergauf. Und wenn ich draufstehe, 1,4, 1,5 Ampere. Es lebt! Geil. Ah, also wollen wir auch mal einen Trockentest machen. Ja, wir haben nämlich gemerkt, dass wir einen Pötti noch gar nicht rumprobiert haben und wieder alles vergessen. Ja, mal sehen. Okay, so, und? Eieieiei! So, Junge! Da dreht er ordentlich jetzt. Ich sehe ja was, ne? Das Pony ist ja immer noch unten. Das Pony ist immer noch unten, ja. Wieder leer. Ey, da hat es ganz schön, ne? So, na sag mal was. Tja, die Ritzel müssen fester. Also, krass. Gut, mal gucken, was er für Stromaufnahme hat. Gucken. Also nochmal kurzer Test. Noch 1,4 Ampere.
Das ist aber bei weitem noch nicht alles, was ich so verfolge. Das waren jetzt bis jetzt die Dinge gewesen, wo ich eine praktische Erfahrung dazu habe, wo ich praktisch fast noch keine Erfahrung damit habe, ist dieses elektromagnetische Doppelresonanzprinzip. Also dieses Prinzip, was der Herr Tutor da berechnet hat, wo jetzt sozusagen nur noch die Maschine dazu gebaut werden müsste. Praktisch den Magneten hier drin auf 32.000 Umdrehungen bringen. Die Spule ordentlich in Resonanz mit einem ordentlichen Kondensator bringen. Ja, muss dann alles schön berechnet sein. Wunderbar, ja, dass dann das Ding angeblich auf über 30.000 Umdrehungen andrehen und dann hält sich's angeblich selber. Nach seinen theoretischen Berechnungen. Wir werden nur sehen, ob wir das ein bisschen runterschrauben können, dass wir nicht ganz 30.000 Umdrehungen brauchen. Müsste eigentlich funktionieren. Mal schauen. Nächstes Jahr haben wir ja auch noch ein bisschen was zu tun. Und last but not least, ein Evergreen sozusagen, ist natürlich dieses Zeugs. Ne? Wem es noch nichts sagt, der googelt einfach mal nach Viktor Schauberger. Das sind jetzt die Fotos, habe ich vom Fritz Watzel bekommen. Die hat er mir netterweise mitgegeben, als ich ihn mal besuchte. Ja, ich weiß gar nicht genau, ob das die Teile der Originalrepulsine sind. Ja, da ist die Story so ähnlich wie bei dem elektromagnetischen Doppelresonanzprinzip. Ne? Bring das Teil auf eine Umdrehungszahl von über 30.000 und es geht von selbst. So die Theorie.